Ist irgendwas passiert? Da ist nur Mana rausgekommen. Ich nehme meine eigenen Bomben. Wir bleiben mal ein bisschen ökologisch, ne? Und, ist irgendwas? Ist nur Geld. Brauche eigentlich kein Geld. Also das war jetzt eher so... Ja, war ein schönes Kulti, ne? Mehr war das jetzt nicht. Mehr war das jetzt eigentlich nicht. Warum hatte ich Werbung gerade? Ja, weil wahrscheinlich Werbung kam. Das tut mir leid. Nur 71, ja. Ja, aber ihr wollt ja alle, ne? Ihr wollt alle, dass ich die 100% anstrebe, richtig? Hallo Marco! Ich schaue zurzeit Zelda Twilight Princess Randomizer Projekt an. Das freut mich. Ich hoffe, das gefällt dir. So. Ja. Bin zufrieden mit diesem Raum. Er hat nur nicht sehr viel geboten, finde ich. So, ich ignoriere jetzt diese Hand und gehe direkt hier rein. Ist die letzte Tür hier? Nein. Was zur Hölle? Okay, egal. Hallo? Darf ich bitte mein Menü aufmachen? Oh Gott. Okay, wir machen direkt ins Feuerinferno, okay? Ich glaube, das ist besser. Oh Gott. Ich konnte echt nichts mehr machen. Wegen dem Geschrei. Hey, das ist irgendwie geupgradet, dieser Schrei. Ganz ehrlich. Der ist normalerweise nicht so lang und so schnell hintereinander. Das ist irgendwie... Wurde der Schrei gebufft. I mean. Der hat sich versteckt. Da ist noch einer, oder? Alter. Der wurde irgendwie... Ganz ehrlich, der wurde gebufft. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass der krasser ist als vorher. Und ich glaube, vorher konnten noch nicht zwei auf einmal schreien. Meine Güte. So. Ciao. Passiert doch nichts, ne? Das soll einer verstehen, ey. Das soll einer verstehen. Okay. Okay, da ist die Boss-Truhe. Hau mal rein. Und der Boss-Schlüssel direkt. Okay, cool. So, also ich weiß auf jeden Fall, da war noch eine Skull-Tee oben drauf. Das heißt, die müssen wir auf jeden Fall später noch holen. Als wir hier den Weg hergekommen sind, war eine Skull-Tee oben drauf. Ich hoffe, ihr habt die auch gesehen. Okay, was noch? Hier haben wir jetzt einen Geist. Und da drüben müssen wir jetzt den Vogel runterschießen. Ich bin gespannt, was wir mit Bongo Bongo gemacht haben. Ob da irgendwas verändert wurde. Boah, was ist das denn schon wieder? Seht ihr das? Einfach, das ist einfach nur eine Folterkammer hier, ganz ehrlich. Also der Schattentempel ist bis jetzt der schlimmste Tempel. Den mag ich bis am wenigsten. Das ist einfach nur eine Folterkammer. Obwohl, warte, die Eishöhle. Ich glaube, die Eishöhle war schlimmer. Falls ihr euch erinnert. Das sind auch schon wieder so 1000 Hookshot-Punkte. Da oben ist ein Schalter. Den muss ich wahrscheinlich drücken. Ich mach erstmal den Geist weg. Du schaffst den Schattentempel aber dennoch. Ja, ich denke schon, aber... Bis jetzt der... unangenehmste Part, sag ich mal. Alle anderen Tempel waren noch besser. Meiner Meinung nach. So, warte, ich gehe mal kurz hier hoch. Warum brennt denn jetzt hier ein Feuer? Da kann ich dir gut recht geben. Beim Original ist es leider auch so. Ein Schattentempel. Findest du? Ich finde ein Schattentempel im Original eigentlich nicht schlecht.
So. Ah, da komme ich nicht hoch. Doch jetzt, ganz knapp. Das ist auch so, du musst da direkt an den letzten Winkel musst du ran. Ja. Shit. Hallo Kevin, halli, hallo, was geht? Eieieiei, okay. Auf mein neues. Warum ist denn jetzt das Eis wieder da? Das nenne ich Mobbing. Okay, das hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen was mit Timing zu tun. Ich muss im richtigen Moment losspringen und ja, halt hoffen, dass ich das Timing so passend habe, dass ich in dem Moment durchroll, bevor das Ding da wieder runterkommt und mich halt tötet. Oder ich mach's halt so. Oh Mann! Hallo TJ. Doch, der Stream war angekündigt. Ich glaube, ich habe nur vergessen, den auf öffentlich zu stellen. Deswegen, der ist erst in der letzten... Oh Gott. In der letzten halben... In der letzten Stunde habe ich den, glaube ich, erst auf öffentlich gesetzt. Ich habe da einen Fehler gemacht, glaube ich. Dementsprechend habt ihr das, glaube ich, erst relativ spät gesehen. Oder war erst möglich, relativ spät zu sehen. Tut mir leid, dementsprechend... Weil es ist halt, wenn ich diesen Streamer stelle, muss ich dann so auswählen, ob der öffentlich ist oder ob der halt auf privat ist oder nicht gelistet. Und kann sein, dass der in dem Moment halt... Das war gut. Genau. Auf nicht gelistet war. Okay. Das sieht... Wo ist denn hier Wind? Das sieht tatsächlich alles sehr human aus hier. Aber wo ist der Wind? Irgendwo ist ein Ventilator, aber ich sehe den gar nicht. Feuer? Okay Leute, es geht los. Der Schattentempel und wir müssen auf jeden Fall später nochmal zurück. Und eine Skulltür holen. Bongo, Bongo! Eigentlich relativ easy, wenn du richtig triffst. Ich weiß aber nicht, ob der irgendwie gebufft wurde für den Hack. Alles ist möglich. 5 Bongo, Bongo. Das wär's natürlich. Weiß nicht, ob der schneller geworden ist. Shit. Ja, eigentlich hätte ich ihn one-hitten können. Er dreht sich auf jeden Fall so ganz komisch. Aber das war's. Einer der gruseligsten Endbosse in Ocarina of Time. Ja. Gebe ich dir recht. Aber ganz ehrlich, wenn du weißt wie und du haust schnell die Hände weg, triffst den im Auge, machst eine schöne Sprungattacke, dann ist der direkt tot. Also, das ist auf jeden Fall ein Boss, den kannst du 2 Minuten erledigen. Locker. Ich weiß, man kann Eispfeile auf seine Hände schießen und dann sind die halt eingefroren und dann wackelt er so rum mit seinen Händen, aber ich finde, hat
für mich keinen größeren Mehrwert. Ich habe schon mal probiert. Ist jetzt nicht so krass. So, neuer Herzcontainer. Wir sind jetzt bei 18 Herzen. Wie viele einzelne Herzen haben wir? Warte mal, kann ich das irgendwo sehen? Achso, wir haben gerade gar kein einzelnes Herz. Ja, das bedeutet, mir fehlen insgesamt noch 8 Herzteile. Frage ist, wo sind die letzten 8 Herzteile noch? Das ist die gute Frage. Ich frage mich immer, warum haben sie denn die Arme abgeschnitten? Ne, ist halt so ein Geist. Verstehe nicht, warum du vor 4 Jahren im Stream 2 Game Over bei ihm geschafft hattest. Ah, da habe ich einen 3-Herz-Run gemacht, oder? Kann das sein? War das so? Punkt, 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 Punkt. Ist die Schweigsame. Killer-Omas sind schon tot, TJ. Die Killer-Omas sind schon tot. Oder haben wir da keinen Herzcontainer bekommen? Ich denke schon. So, das Schattenmedaillon. Impa die Schweigsame. Chica sind immer verschwiegen gewesen. Time Final hat Schl Miet Inf You What Inf Time. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Da hinten bin ich, seht ihr mich? Ganz da hinten in der Ecke. Ja. Coole Kamerafahrt auf jeden Fall. Nice. Okay. Das war interessant. Lesen wir erstmal ein Tagebuch, oder? Ja. Gut, ja, theoretisch gehen wir jetzt zu Temple of Time, ne? Ja, genau. Die Umfrage, die ich erstellt habe, sagt, dass ich auf jeden Fall erst Goldquest beenden soll. Das ist richtig. Was war denn hier drin eigentlich? Hier im im Brunnen müssen wir auch noch ein bisschen was machen, ne? Da hat man auch noch Skulltees und so offen, glaube ich. Weil ich das Auge der Wahrheit noch nicht hatte? War das der Grund? Ich glaube ja. So, ich hüpfe mal kurz hier rein. Nö, hier ist nichts mehr weiter, okay. Wir können mal kurz gucken. Wir hatten 3 Stück bisher. Es fehlen noch 2 mit relevanten Items. Ich weiß nicht, ob der letzte dann auch ein relevantes Item hat. Oder ob der dann auch mal ein besonderes Item hat. Also wir können hier auf jeden Fall noch 2 Items mindestens abgrasen. Und ein drittes könnte sein. Maybe. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen zum Temple of Time jetzt erstmal, oder? Ganz genau, du kannst selber entscheiden, wie du weitermachst. Bin deine Entscheidung... Was? Ist deine Entscheidung, die du triffst? I've been waiting for you, Link. Oh. Im Feuertempel, glaube ich, eine Skulltee offen, weil der Longshot gefehlt hat, oder? Echt?
Oh, ich weiß nicht mehr. Wir können... Ich glaube, Feuertempel hatte ich alles, oder? Triforce Move Power. Ich meine, wir können ja theoretisch in Garnons Schloss schon reingehen, können das erstmal soweit fertig machen, bis wir vor der Bosstür stehen und dann Skulti suche. Ja, dann können wir quasi, wenn wir jetzt, ich gehe da von stark aus, dass wir halt in Garnons Schloss, ja, in Garnons Schloss den Longshot erhalten. Und dann können wir auch richtig die Skulti Suche beginnen. Wäre jetzt so meine Idee dahinter. Genau. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich schon sehr viele Dungeons abgeschlossen habe. Wir werden das aber auf jeden Fall nochmal prüfen dann, ja. Ich glaube, in der Overworld habe ich die meisten, die noch offen sind. Okay. Okay. Das ist, das ist interessant. Ist das so oder... Okay. Ja. Dum, dum, dum. Genau, in der Overworld kann ich auch die Skultis prüfen, aber ich kann halt nur Skultis im Dungeon prüfen, wenn ich selber im Dungeon bin. Das ist halt das Doofe. Ich kann jetzt keine Oberfläche aufrufen, wo ich jetzt einen Dungeon aufrufe und dann da sage, ah ja, da habe ich alles. Da muss ich leider erst immer selber in jeden einzelnen Dungeon reingehen. Die Erinnerung ist im Bleichmittel gefallen und geschrumpft, ja. Ja, einen Longshot könnte ich jetzt auch bekommen, das stimmt. Könnte auch sein, dass ich ihn jetzt bekomme. Aber ja, die Lichtpfeile fehlen mir halt auch noch und das sind wahrscheinlich die Lichtpfeile, oder? Oh, das ist halt nur... das Item. Ne, you got the light arrow. Alles klar. Vielleicht bekommst du den Longshot oder was anderes Wichtiges in diesem verbotenen Laden, Kakariko. Ich habe keine Ahnung, ich habe aber auch Angst, da reinzugehen. Ich glaube, da war es meine Orangenbrause. Was zur Hölle? Want to rescue Zelda, come to my castle. Nein. Ich gehe jetzt Skultis farmen. Gannon. Du kannst mich mal. Hm. Okay. Was sagt ihr, Leute? Garnons Schloss oder... Skultis abchecken. Was sagt ihr? Aber ich hätte gesagt, wir machen erst Garnons Schloss, weil... ich hätte gern den Longshot erst. Ich glaube, das ist besser. Ich habe eine ganz komische Animation eben gehabt. Glaube, ich bleib dann nochmal nächste Woche daheim. Ja. Vielleicht ist es auch besser. Ja, Longshot ist besser, ne? Ah. Ball die Druller, die Goldspinnen sind wichtiger. Ja, ist halt auch so, ne? Bin schon. Die lässt sich ja immer fangen. Ist egal, was ich mache. Jedes Mal immer dasselbe mit der. Eine Umfrage, wie es weitergeht. Nee, ich habe mich schon entschieden. Rittermännischer Technik. Ich bin für gerne ins Schloss. Ja, ich denke auch, das ist die bessere Variante. Weil den Longshot holen und dann erstmal bis zum Boss spielen. Bis vor die Bosstür. Ich glaube, das ist die bessere Variante. Bin ich ehrlich. Zelda ist wie Peach, ja. That's true. Gibt es eigentlich ein Spiel, wo Zelda ihr eigenes Abenteuer hat? Irgendwie wäre das cool. Ich fände es ganz cool, wenn Zelda ihr eigenes Abenteuer mal bekommen würde. Und dann bist du wie so ein Magier oder so. Fände ich irgendwie nice. So, was haben wir denn hier? Ah. Sieh mal einer an. Nummer 130.
Sie hat ein Spiel auf dem CDI. Stimmt. Hast du recht. Aber so ein Original, oder? Ein eigenes Abenteuer oder wo sie mit Link zusammenspielbar ist? Nee, ein eigenes Abenteuer, wo wirklich nur Zelda im Vordergrund steht. Vielleicht muss sie ja mal Link retten oder so. Ne? Das wäre doch mal was. Haben wir alles Coolies hier? Nö. Also wir haben ja echt noch viele offene Felder. Wir haben den Kokiri-Wald und die Lost Woods. Das ist auch schon mal ein wichtiger Bestandteil. Aber es fehlt ansonsten noch echt viel. Guck mal, ansonsten haben wir echt so viel noch offen. Vielleicht gibt es doch nur 150, schwer vorstellbar, dass noch 70 fehlen sollen. Es wurde gesagt 200, denke ich. Also, ja, müssen wir schauen. Hier haben wir ja auch noch nicht alle. Also entweder habe ich hier als kleines Kind noch was vergessen, als junger Link. Oder hier hängt auch noch irgendwo eine rum. Weiß nicht, ob da, aber da oben war, hatten wir die, glaube ich, ne? Da oben war, glaube ich, auch einer. Weiß nicht, ob hier den Stein irgendwo noch eine ist.